Die Elektromobilität wird kommen. Die Automobilindustrie wird ab 2021 eine Modelloffensive starten. Mehr als 10% der Neufahrzeuge werden rein elektrisch sein. Das stellt die Netze, die Verteilnetze vor besonderen Herausforderungen. Mit der Elektromobilität bekommen wir einen neuen Verbraucher ins Netz, der 4- bis 5-mal größer ist als der bisher größte Verbraucher Elektroofen oder Saunaheizung. Wir bereiten uns darauf vor, indem wir identifizieren, wo werden wir als erstes die Elektromobilität erleben, gezielt die Netze dort verstärken, uns aber auch vorbereiten, wenn wir überrascht werden, indem wir Übergangslösungen, zum Beispiel Batteriepuffer oder Lademanagement entwickeln. Diese Aufgabe ist lösbar. Gleichzeitig haben wir auch Erfahrung aus einem Labor, wo wir einer Straße Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, um im praktischen Leben zu erkunden, wie ist wirklich die Gleichzeitigkeit beim Laden, wie ist die maximale Ladeleistung, die wir im täglichen Leben beobachten können. 22 Haushalte haben ein Angebot bekommen, ein Jahr lang für uns rein elektrisch, auf unsere Kosten rein elektrisch fahren zu können. Auf den VDE Tech Summit werde ich darüber berichten und wir werden dort diskutieren, wie diese Herausforderung lösbar ist, dass jeder Elektromobilist immer und überall sein Fahrzeug laden kann.